Bin gerade wieder am Videoschneiden. Habe ich ja schon gedacht, dass ich in Christianstadt war. Sehr interessant, irgendwo muss ich das jetzt im Nachhinein nochmal auf den Film angucken. War gut. Ja, hier haben sie zwei große Wasseraufbereitungsbecken. Eine Erklärungstafel gibt es leider nie. Nur eine Absperrung, damit der Kern ins Wasser fällt. Oder dafür, damit man besser hochklettern kann. Dafür wäre die Absperrung auch gut. So, gucken wir mal, wo der Cache ist. Da ist noch 100 Meter weg hier. So, hier geht's nur noch einen engen Pfad lang. Mein Fahrrad habe ich jetzt hier einfach erstmal fallen lassen. Sind noch knapp 100 Meter. Au! Scheiß Brennnesseln! Denn durch die Hose durchkämpfen die sich. Da geht es nicht weiter. Und die Mücken belagern mich auch schon wieder und warten, will ich mal stehen bleiben. Elf Meter. Oh, hier ist Beton und die Treppe. Ah, wo ist jetzt runterklettern hier? Der Cache ist im Moment einen kleinen Behälter, der unter den Schnüren versteckt ist. Wir hoffen, dass niemand ins Wasser fällt. Wenn Sie nicht sicher fühlen, lassen Sie es los. Gehen Sie kein Risiko ein. Unter was für Schnüren? Ach, hier liegt es, ja. Ein verbogenen Träger. Weil die Dritte, die sind schon eine Ewigkeit gemacht, die halten fest. Trotzdem versuche ich wohl ich selber im Moment mich an mehreren festzuhalten. Patronenhülse wahrscheinlich noch nie gefüllt und unbenutzt. Ich vermute mal, die hat einer hier irgendwo gefunden. Das lag mit drinnen hier im Cache.
Und sonst nicht, enttäuscht ich jetzt auch. Sollte ich dann heute Abend mit reinschreiben, dass der die Dose mal wechseln soll. Also, einladen zu Besuchern in den Ausdruck, als dass man hier reinfallen möchte. Wie, was ist das für ein Spinner? So, und jetzt muss ich irgendwo dort hinten hochgehen, wo wir vorhin schon mal hin wollten. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Ja, wenn man den Weg hier lang kommt, sieht man geradeaus die Schranke und rechts den Weg nach oben. In der Schranke steht ja wahrscheinlich irgendwas von Weitergehen verboten. Aber man muss ja nicht durch die Schranke. Da müssen wir dann aber auch lang. Also ich mache ja auch verbotene Sachen. Ja, hier oben haben wir auch noch die alte Plattenstraße, die ein Stück weit mal überteert wurde, was aber auch nicht mehr richtig hält. Ja, und da vorne ist das Gebäude, wo ich hin will wahrscheinlich. Quickly abhält der Cache. Schnell nach oben. Oder wie sie es geschrieben haben, geschwind hoch. Und da muss ich oben auf dem Dach einen Baum stehen, an dem der Cache versteckt ist. Der Stelle, die wir uns gestern angeguckt haben, wo der Kanal reingeht. Hier ist auch, also von den beiden Seen kamen wahrscheinlich zwei Kanäle hierher. Einer da, einer hier. Und hier haben wir Wasser. Ne, auch nicht. Alles trocken, es riecht aber feucht. Kommt feucht und kalt hier hoch. Hier werden wahrscheinlich diverse Filter gestanden haben, wo das Wasser durchfloss. So ähnlich wie im Wasserwerk Koschitz, was ich mir mal angeguckt habe, wo das Wasser da durch Haufen Sandbecken und sowas floss, um das zu reinigen. Oh, hier haben sie den Fensterrahmen noch drin gelassen. Schönes Lüftchen. Oh, hier stand ein alter Kachelofen. Ein bisschen was ist noch stehen geblieben. Ja, bisher sind die Russen wahrscheinlich nicht gekommen. Hier haben sie sich bloß Einheimische geholt, was sie brauchen. Ganz nach oben haben sie geschrieben, also muss ich noch eine Etage höher.
Ja, aber das sind ja Absatzbecken hier. Könnte sein, dass das hier so drumrum fließt. Man sieht auch ab der Hälfte der Mauern, wie hoch das Wasser stand. Man hat das Farbunterschied. So, und hier oben, das sind alles Überläufe, wo das wieder raus kann, wenn zu viel kommt. Und das hier auch noch. Beziehungsweise das könnte oder reguläre Abfluss gewesen sein. Ja, und theoretisch muss da oben irgendwo der Cache sein. Also Quickie ab. Geschwind laufen. Und hier auf der anderen Seite ist genau dasselbe Spiel. Und wie gesagt, wenn die dort oben alle Fabriken doppelt hatten, haben sie hier auch den Wasserzufluss, zumindest in dem einen Gebäude, aber mit zwei Teichen und zwei Kanälen und alles. Kleines gezeichnetes Foto haben sie also irgendwo in dem Baum. Mit dem Gabelbinder festgeklemmt. So, Stift ist unten am Fahrrad. Aber ich kein richtiges Logbuch durch ein alter Zettel hier. Aber hier ist es gemütlich hier oben. Rückzug kann man dann hier auch lang balancieren. Aber irgendwie bin ich gerade am Grübeln. Wurde das Dach da hier abmontiert? Oder war hier kein Dach drüber durch die Außenwand? Dagegen sprechen aber überall die dicken Balken, die hier rausgucken. Aber auch hier, die Kabel haben sie mit rausgerissen. Unterputz verlegte Kabel reichen die raus, um die woanders zu verwenden. Unbegreiflich.
Aber auch hier, in einigen Gebäuden zu beobachten, haben die überall mal Feuer gelegt. Ob das nur verrückte Jugendliche waren, die sehen wollten, wie ihr Haus brennt, oder wer auch immer. So, baugleiche Pumpstation hier. Und auch super geeignet zum Müll entsorgen. Hier haben wir noch ein zweites Paar von jungen Teichen. Die sehen ein bisschen hübscher aus. Und in denen kann man auch baden. Und der Zückert hat hier einen Garten sicher gattern können. Ja, ziemlich baugleich wie am anderen Teich. Nur, dass sie hier das Geländer zum Hochklettern nie reingebaut haben. Und da vorne liegen keine Motionbretter drüber. So, hier muss die Cache sein. Der muss auf der Brücke sein, in der Mitte von der Brücke. Hier stehen gleich wieder die Dinger. So, jetzt sind wir durch mit dem ganzen Scheiß. Jetzt können wir mal im Ort gucken, ob es noch ein Glas Biergeschäft gibt. Und dann fahren wir weg. Ja, hier bei dem der Wasseraufbereitungsanlage, wo wir drin waren, und der fahre ich jetzt rückwärts wieder vorbei. Da gibt es auf der anderen Seite auch noch ein paar Ruinen. Die habe ich vorhin gar nicht auf voll genommen, beziehungsweise gesehen. Da sind wir eigentlich jetzt schön durch hier. Haben wir uns einen Großteil der Anlagen mal angeguckt. Und da werde ich jetzt noch eine Nacht dort übernachten, wo ich jetzt stehe. Und morgen fahre ich irgendwo Richtung Deutschland wieder. Und werde mir irgendwo, wo man baden kann, nochmal eine Stelle suchen. Oder ich gehe irgendwo baden und fahre dann abends woanders hin zum Schlafen. Werden wir operativ entscheiden. Der Ort, irgendwie Naumburg oder sowas ähnliches in Naumburg hieß das. Ich bin mir nicht sicher, ob es Naumburg war, aber jedenfalls so ähnlich. Ich wollte nicht jetzt noch wo Goska am Babor. Ja, in Deutsch halt Naumburg oder wie gesagt, egal. Ich
Der wurde ein bisschen größer, ein bisschen kleiner als Pirna, würde ich sagen. Der Ort ist ein Stück kleiner als Pirna. Und es gibt nur eine Gaststätte, eine Pizzeria, an der Hauptstraße gelegen. Machte nicht heute den Eindruck, als ob es besonders gut wäre. Standen auf einem Haufen Autos davor, als ob das. Beziehungsweise, weil das ja der einzige Kneipe ist in dem Ort. Ja, ich bin jetzt doch wieder losgefahren. Ich habe jetzt 2-3 Stunden gemütlich Jeska gemacht hier. Und dachte, ehe du jetzt hier rumstehst und dann Abend rumdrehst, kannst du auch schon mal ein Stück in Richtung Heimat fahren. Und da fahre ich jetzt an den Spremberger See und werde mich dort noch eine Nacht hinstellen. Und wenn der Platz dort nicht so besonders ist, was die in den Bewertungen geschrieben haben, ist ein bisschen Milchschnee, wie ich das einschätzen soll. Es klingt jedenfalls ein bisschen zwiespältig. Die einen sagen, du bist gut, die anderen sagen, du stürzt dort und stehst blöd. Jetzt gucken wir das mal an und wenn der Platz so scheiße ist, dann fahre ich ja bei Fetscher an der Safenburg wieder, wo ich schon mehrfach gestanden habe. So, nachdem ich jetzt dort im Wald, wo ich stand, 2-3 Stunden noch die Reste gemacht habe, habe ich mich dann doch in die Auto gesetzt und bin schon mal Richtung Heimat gefahren. Und jetzt bin ich hier bei Spremberg, oder zwischen Spremberg und Senftenberg, an irgendeinem Tagebausee, und habe einen Wahnsinnsplatz hier alleine, einsam, im Wald gefunden. Das Auto steht total gerade hier. Ja gut, muss man ein bisschen rangieren, dass der nicht gerade steht, aber so ist super. Und eine Bank gibt es auch noch hier. Aber Mücken. Bis jetzt durch männliche gesehen, aber die Mädels kommen bestimmt auch bald raus.